Ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Vater lässt dich grüßen. Er hat noch mal vom Flughafen aus angerufen. Danke. Und du bist jederzeit herzlich eingeladen, ihn in Kanada zu besuchen, auch mit deinem Ehemann. Ist irgendwas? Ben weiß, dass ich gelogen habe. Er hat's erfahren, bevor ich es ihm sagen konnte. Ach so, die Sache mit dem Geld für die Hochzeitsfeier. Und jetzt ist er stinksauer. Und will dich nicht mehr heiraten? Doch. Naja, hoffe ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls waren wir heute beim Standesamt. Gratuliere. Ja, aber das war, bevor ich es ihm nichts gesagt habe und er es erfahren hat. Schau mal, Ben liebt dich doch, oder? Ich ihn auch. Siehst du. Und Krach vor der Hochzeit. Gehört zum Programm, hatte ich mit Miriam auch. Was, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die Nerven liegen blank und jeder fragt sich, ist es wirklich der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte? Aber bei euch ist es ja dann auch schiefgegangen. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, lautet, liebst du Ben? Ja, das tue ich. Siehst du? Wunderbar. Gib mal her. Sehr schön. Für dich. Geht aufs Haus. Als kleine Aufmunterung. Na, nimm schon. Ja, bitte? Warst du da? Guten Morgen, liebe Emma. War ich wann wo? Beim Sonnenaufgang. War der besonders schön oder was habe ich da versäumt? Die Laube. Also ich war nicht da. Und du? Welche Laube? Die im Garten. Da warst du heute Morgen bei Sonnenaufgang verabredet. Tatsächlich. Interessant. Und mit wem? Mit mir? Emma Strobel, Angestellter Fürstenhof, richtig? Was soll diese dämliche Fragerei, Felix? Bist du noch verschlafen? Hast du was getrunken? Oder hast du den Verstand verloren? Sag mal, leugnest du? Was denn, Emma? Was denn? Das hier? Durch einen Wolf gedreht. Nein, vor Wut in den Boden gestampft. Oh, ist aber nicht von mir. Wie, du hast doch hier unterschrieben. Das ist eine nette Fälschung, ist nicht meine Unterschrift. Ich glaube, da wollte sich jemand einen schlechten Scherz erlauben. Was sollen wir in der Laube? Wer auch immer den Zettel geschrieben hat, wird da auf dich warten. Jetzt doch nicht mehr, Sonnenaufgang ist vorbei. Ben, was machst du da? Ich wollte einfach nur ein bisschen frische Luft schnappen. Sie haben den Brief geschrieben, stimmt's? Nein, Schwachsinn. Wieso sollte er das tun? Du hast den Brief geschrieben. Ben, was soll das? Das war doch harmlos. Ben hatte keine Probleme damit, als er die Blumen sah. Also wenn Frau Saalfeld ihn deshalb verrückt gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Diese blöde Nummer mit dem Brief war bestimmt auch ihre Idee. Ben wäre doch nie auf sowas gekommen. Das ist überhaupt nicht seine Art. Hier bist du. Hi. Hey. Sag mal, wie ist denn dein Gespräch mit Ben noch gelaufen? Geht so. Hat er gesagt, warum er den Brief geschrieben hat?
Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er eifersüchtig auf mich ist. Keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Kann schon sein, dass er eifersüchtig ist. Vielleicht überfordert ihn unsere anstehende Hochzeit aber auch einfach nur. Also wenn es heute gute Laune im Supermarkt gab, dann hast du die Familienpackung genommen, oder? Das Leben ist einfach was Wunderbares. Oder verwunderlich. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass deine Schwester freiwillig als Küchenhilfe arbeitet. Sie arbeitet als Küchenhilfe? Ja. Na ja, sie ist immer wieder für Überraschungen gut. Emma, ich bitte dich. Wir beide wissen am besten, dass deine Schwester zwei linke Hände hat. Und wenn es um Kochen geht, überhaupt kein Talent hat. Tja. Was, tja? Da steckt irgendwas dahinter, oder? Hm? Okay, sie macht das für dich. Was? Sie putzt meinetwegen Gemüse? Ja, sie glaubt, dass sie dir beweisen muss, dass sie zupacken kann. Dass sie sich nicht scheut zu arbeiten. Kann oder will mich deine Schwester einfach nicht verstehen? Pass auf, ich glaube, es ist das Beste, wenn du das mit ihr selber klärst. Hm? Und ich bin mir sicher, sie wird sich riesig freuen, wenn sie hört, dass sie mit ihrer Annahme falsch lag. So, und jetzt muss ich mal wieder ins Restaurant. Bis später. Jetzt ist aber jemand gut gelaunt. Ich bin soeben Trauzeugin geworden. Marie ist deine Trauzeugin? Warum nicht? Ich dachte, Rosalie würde die Aufgabe übernehmen. Wie kommst du darauf? Sie hat's mir erzählt. Habt ihr Differenzen? Ja, Rosalie erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ja. Aber weißt du was? Ich nehm's mit Humor. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. Ringelnatz. Was ist passiert? Rosalie möchte nicht. Das ist merkwürdig. Ich habe kein Problem damit. Marie ist meine beste Freundin. Hat sie einen Grund genannt? Egal. Weißt du was? Ich muss jetzt dringend heim mein Hochzeitskleid entwerfen. Schönen Abend dir noch. Dir auch. Danke. Entschuldige. Wen suchst du? Marie. Die kommt in 5 Minuten wieder. Sind da deine Entwürfe drin? Ja, für mein Hochzeitskleid. Oh. Und ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll, deshalb wollte ich Marie fragen. Ja, vielleicht kann ich dir als Modeexperte ein bisschen weiterhelfen. Hm? Lass mal sehen. Nein, im Ernst, ich würde gerne sehen, was du dir für ein Kleid für deine Hochzeit vorstellst. Du, man kann sowieso noch nicht so viel erkennen. Rosalie hat von deinen Entwürfen geschwärmt. Sie übertreibt. Stimmt. Aber nicht, was deine Fähigkeiten angeht. Also, wenn du Lust hast, dann komm in 5 Minuten ins Büro. Ich bin da. Ich würde sie gerne sehen. Die sind wunderschön. Findest du? Ja. Ehrlich? Ja, traumhaft. Und welches würdest du nehmen? Beide. Ja, wirklich. Die sind so verdammt schön, da kann man sich nicht entscheiden. Was meinst du denn? Ich weiß es ja auch nicht. Tja, dann losen wir. Hier, ich werfe eine Münze. Warte ganz kurz. Ich habe noch einen Entwurf. Zeig ihn her. Warum versteckst du den? Ich bin mir nicht sicher, ob das zu mir... Also, eigentlich ist es nicht so ganz mein Stil und deshalb wollte ich es nicht unbedingt herzeigen. Komm schon. Wow. Das ist großartig. Golden wie die Sonne, silbern wie der Mond, glänzend wie die Sterne. Habe ich was Falsches gesagt?
Nein, nein, ganz und gar nicht. Warum guckst du mich dann an, als wäre ich ein Gespenst? Tu ich das? Ja. Naja, weil es ein kleines bisschen auch so ist. Bitte? Ich hatte heute Nacht einen Traum, in dem Frau Sonnenbichler Frau Holle war. Das ist gespenstisch. Ja. Und sie hat mir ein Kleid geschenkt. Ein Hochzeitskleid. Dieser Entwurf ist dem Traumkleid nachempfunden? Ja. Und was genau hat das mit Frau Sonnenbichler zu tun? Sie hat in dem Traum dasselbe gesagt wie du vorhin. Und jetzt fragst du dich, was das bedeutet. Wahrscheinlich nur, dass wir als Kinder dieselben Märchen mochten. Allerlei Rau, ja. Nur, dass es da um drei Kleider geht. Und dass ich keine Königstochter bin. Emma, jede Braut ist an ihrem Hochzeitstag eine Prinzessin. Ganz besonders in diesem Kleid. Es gefällt dir also? Es ist großartig. Und wenn Frau Sonnenbichler in Gestalt von Frau Holle damit einverstanden ist, dann kann überhaupt nichts schiefgehen. Wollen wir es hoffen? Ja. Deinem Ben wird das Kleid besonders gefallen. Hallo, Emma. Hey. Sag mal, weißt du zufällig, ob der Klempner schon da war? Das ist ja ein tolles Kleid. Er wollte sich nämlich den Abfluss ansehen. Ja, er war da und hat alles repariert. Es ist wieder alles in Ordnung. Gut, sehr gut. Das steht dir. Fantastisch. Du solltest öfter sowas tragen. Findest du? Ja, unbedingt. Hast du was Besonderes vor? Ben und ich, wir wollten eigentlich nach München fahren, aber jetzt muss er halt länger arbeiten. Was denn? Ist der Fürstenhof schuld daran, dass deine Verabredung geplatzt ist? Naja, so schlimm ist das nun auch wieder nicht. Ich meine, ich in diesem Kleid in einem Club in München, das wäre sowieso eher peinlich geworden. Quatsch. Wieso das denn? Naja, ich fühle mich ein bisschen zu auffällig angezogen. Emma, du siehst hinreißend aus. Darf ich bitten? Das ist unser Lied, zu dem wir auf Gregors und Sonias Hochzeit getanzt haben. Erinnerst du dich? Entschuldige, es geht nicht. Ich mag jetzt nicht tanzen. Bist du ja endlich. Ich warte schon so lange auf dich. Ich hatte Angst, du kommst gar nicht mehr. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Du bist doch nicht zu spät. Auf dich hätte ich gewartet bis ans Ende der Zeit. Hörst du es? Das ist unser Lied. Erinnerst du dich? Natürlich. Felix. Und Felix, bitte hör auf. Oh. Was ist denn? Entschuldige, aber ich brauche echt mal einen Schlaf. Ich habe morgen wieder eine anstrengende Geschichte in der Küche, wenn du die ganze Zeit redest. Was habe ich denn gesagt? Ich habe es nicht verstanden, aber du warst noch lauter als Emma neulich. Noch lauter als Emma, hm? Ich schlaf weiter, entschuldige. Ich nähe mir ein anderes Kleid. Eines, das zu meinem neuen Leben mit Ben passt. Nicht zu irgendwelchen verrückten Träumen mit Felix. Was machst du da? Wieso zerreißt du deine Entwürfe? Gib mal her. Ist das...
Kleid aus deinem Traum? Ich kann ja verstehen, dass es dich wurmt, wenn deinem Bräutigam das Kleid nicht gefällt, aber... Deswegen habe ich den Entwurf nicht zerrissen. Ach, wieso dann? Vielleicht gefällt er mir einfach nicht mehr. Das klang aber gestern noch ganz anders. Gestern war ich vielleicht etwas zu überschwänglich, aber jetzt... Also das Kleid werde ich mir jedenfalls nicht zur Hochzeit nehmen. Also falls ich noch mal heiraten sollte, dann müsste meine Braut genauso ein Traumkleid tragen. Kann ich die Skizze haben? Bitte? Wer weiß, vielleicht kann ich dich ja dann sogar dazu überreden, dass du das Kleid nähst. Hm? Wenn du meinst. Das kriege ich schon wieder zusammengeklebt. Ja. Emma, hi. Hallo. Hey, alles okay mit dir? Ja, ich habe noch viel zu tun und wollte kurz ein bisschen Pause machen. Oh, ich sehe deine Nasenspitze an, dass es nicht stimmt. Um was geht's denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Hm? Werner hat dich geohrfeigt? Aber das kann ich überhaupt nicht glauben. Das ist ja völlig... Absurd? Ja. Ich fand die Situation auch absurd. Also, Moment. Er wirft ein Saftglas und gibt dir die Schuld und ohrfeigt dich. Und offenbar konnte er sich überhaupt nicht erinnern, was passiert war. Das ist doch merkwürdig. Felix, er war ganz plötzlich so anders. Ich habe richtig Angst vor ihm bekommen. Ich muss mit ihm reden. Nein, lass lieber. Ich schätze mal, dass ihm das Ganze inzwischen sowieso schon total peinlich ist. Trotzdem, Emma, ich möchte wirklich wissen, was ihn da geritten hat. Hör zu, vielleicht erholst du dich erstmal von dem Schrecken, trinkst einen Kaffee oder... Danke. Ich hoffe nur, dass sich das mit deinem Onkel bald wieder einringt. Hey! Hey! Na, wo soll's hingehen? Ich bin gerade auf dem Weg zum Traugespräch mit Ben, zur Christophoruskapelle. Und da gehst du hier lang? Ja, da vorne kommt gleich eine Abzweigung rechts und dann geht's am See entlang direkt auf die Kapelle zu. Ich glaube, da hast du dich verlaufen. Wenn du da rechts gehst, kommst du zu einer Kirche, aber nicht zur Christophoruskapelle. Bist du dir sicher? Ja. Wie kann das sein? Oh nein. Ich bin ja nicht vom Hotel, sondern von den Sonnenlichtern ausgestartet. Ah, ja klar, da verwechselt man das schon mal rechts mit links. Soll das eine Anspielung sein? Nein. Ich glaube, Ben wird ganz schön sauer sein, wenn ich zu spät komme. Hauptsache, du kommst nicht zu spät zur Hochzeit. Oh, ich glaube, da braut sich was zusammen. Auch das noch. Wäre ich doch bloß mit dem Bus gefahren. Da hinten gibt's gleich einen Unterstand. Du, das ist eine gute Idee. Das können wir noch schaffen, bevor es losgeht. Ja, komm. Oh, das ist gemein. Du hast Jogging-Schuhe an. Komm, ich trag dich. Hi. Oh. Ja, gerade noch so geschafft, hä? Naja, wie man es nimmt. Oh, ist dir kalt? Ach, ein bisschen. Zieh die über, die ist zwar noch. Danke. Tja. Sieht so aus, als würden wir ein bisschen hierbleiben. Was machen eigentlich deine Dirndl? Noch, wenn ich ehrlich bin. Glaube ich, dass Prinzess Dirndl eher eine kleine Nummer bleiben wird. Warum das denn? Je mehr man sich irgendwo reinkniet, desto mehr kommt dabei raus. Eben. Aber jetzt, wo ich bald heirate, möchte ich auch irgendwann Kinder bekommen. Das heißt, du willst deinen Dirndl-Traum gegen den Haushaltskittel eintauschen? Das ist unwahrscheinlich sexy. Quatsch, Felix. Nein, aber wenn man eine richtige Firma aufbauen will, dann braucht man viel Zeit. Und da passen Kinder nun mal nicht rein. Außerdem braucht man viel Geld. Emma, ich hab's dir schon mal gesagt und ich sag's dir gerne immer wieder. Du hast ein Riesentalent, wirf das nicht einfach weg. Tatsache ist, dass das Online-Geschäft im Moment alles andere als gut läuft. Wenn das so weitergeht mit den Einnahmen, dann ist bald Schluss. Wer kauft denn schon Dirndl online? Ja gut, aber für ein Geschäft, da fehlt uns erst recht das Geld. Weißt du was, eigentlich ist es auch alles völlig egal. Die Hauptsache ist doch, dass man privat glücklich wird. Oder was meinst du? Wie sieht's mit deinen Träumen aus? Jetzt sag bloß, du bist nur auf Karriere aus. Sehe ich so aus? Nein, natürlich wünsche ich mir auch eine Frau, mit der ich glücklich werden kann.
Warst du denn nicht schon? Stimmt. Ich habe Rosalie. Hallo Emma, sag mal, sagt dir Martin McDowell was? Nein. Das ist ein Profigolfer. Unglaublich, wie der die Welt bereist. Hier, Australien, Südamerika, Neuseeland. Unglaublich. Und jetzt soll er bei uns auf dem Turnier spielen. Ich hoffe, ich kann ihn dafür gewinnen. Aber ich werde alles versuchen. Sag mal, du hast noch gar nichts erwähnt, dass ich in dich bzw. in Princess Dirndl investiert habe. Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ist alles okay? Es ist wegen deinem Onkel. Es wird immer schlimmer mit ihm. Seine Verwirrtheit, ja, ich weiß. Oder wovon sprichst du? Weißt du es noch gar nicht? Was denn? Felix, dein Onkel hat gestern versucht, sich das Leben zu nehmen. Am See. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten. Etwas? Ich hatte eigentlich versprochen, niemandem davon zu erzählen, aber vor 5 Minuten hat er mich mit Laura verwechselt. Seine Tochter? Und er hat irgendetwas von süßen Küssen gefaselt. Das sind Pralinen. Und er weiß nicht mehr, was Tiramisu ist. Felix, dein Onkel wird dement. Genauso wie seine Großmutter. Und er wird wahrscheinlich nie wieder gesund werden. Jemanden lieben heißt, ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Den finde ich nach wie vor am besten. Der sagt alles, was Liebe wirklich bedeutet. Hallo Emma. Hey. Ich wollte mal wieder Kaffee klauen. Meine Maschine ist defekt. Ich habe gerade frischen gekocht. Felix, übrigens, ich war neulich ein bisschen durch den Wind. Ich habe mich noch gar nicht für das Geld bedankt. Oh, gern geschehen. Wirklich gern geschehen. Was liest du denn da? Ach, ich suche nach einem passenden Trauspruch. Und? Ein paar gute Zitate dabei? Ben und ich können uns einfach nicht einig werden. Also ich wüsste sofort, welchen ich nehmen würde. Ich habe einen ausgesucht vor der Hochzeit mit Miriam. Also euren Trauspruch. Wir haben den anderen genommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber du erinnerst dich noch an den Spruch. Mhm. Oh ja. Bin aufgeregt. Jemanden lieben heißt ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Ist von Dostojewski. Ja, weiß ich. Habe ich schon mal gehört. Gefällt dir aber nicht so gut, so wie du aussiehst. Hm? Doch, der Spruch ist ganz nett. Ich weiß schon noch gar nicht mehr, wie er geht, weil es ist nicht so einprägsam. Jemanden lieben heißt ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Also ich finde ihn ganz okay, aber ich hätte gern was aus der Bibel und nicht von einem Schriftsteller. Was hast du dir denn schon rausgesucht? Ach du, nichts Besonderes. Aber besonders geheimnisvoll, ne? Felix, es bringt nichts, wenn dir ein Spruch gefällt. Der muss Ben und mir gefallen. Ach so. Ich weiß, ist doch klar. Uns wird schon einer einfallen. Also, die Arbeit ruft. Ich wünsche dir einen schönen Vormittag. Wünsche ich dir auch. Nein, ich bin nur gerade dabei, ein paar Sachen aufzuarbeiten. Irgendetwas, wobei man dir helfen kann?
Danke. Die Sache mit Werner, die hat mich völlig rausgerissen. Aber du scheinst dir auch Sorgen um ihn zu machen, hm? Ja. Er spukt mir die ganze Zeit im Kopf herum. Ich fand's sehr unheimlich, dass er mich wieder mit seiner Tochter verwechselt hat. Er tut mir leid. Wie geht's ihm denn? Unverändert. Unverändert. Ich habe im Internet recherchiert, nachgesehen, welche Symptome für eine Demenz sprechen. Und demnach sieht es so aus, als wäre Werner betroffen. Allerdings schreitet die Krankheit bei ihm ungewöhnlich schnell voran. Ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Man kann nur hoffen und die nächsten Untersuchungen bzw. die ausstehenden Ergebnisse abwarten. Kommt er in eine Klinik? Was? Wie kommst du denn darauf? Entschuldige, das hat sich jetzt nur gerade so angehört. Oder meinst du nicht auch, dass es vielleicht besser wäre, wenn die arme Frau Saalfeld sich nicht ganz allein um ihren Mann kümmern müsste? Ich sehe darin kein Problem. Ja, aber... Sie ist Krankenschwester. Und bei ihr ist Werner nicht eine anonyme Nummer, so wie im Krankenhaus. Schon. Ich dachte nur... Was? Was dachtest du? Stimmt irgendwas nicht? Nein, wieso? Ich habe das Gefühl, es ist dir nicht recht, dass sich Frau Saalfeld um ihren Mann kümmert. Ich nehme das alles einfach nur sehr mit. Okay. So, dann kommen wir zur französischen Reisegruppe. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Emma. Gut geschlafen? Danke, ja. Ist die Post schon da? Frau Feldmann erwartet einen dringenden Brief. Ja, da ist sie schon, aber noch nicht sortiert. Emma, sind's doch so nett. Suchen Sie es selber schnell raus. Hm? Warum sieht er mich so an? Hat er etwa gemerkt, dass ich ihn wegen seines Onkels angelogen habe? Sag mal, habe ich einen Pickel im Gesicht oder warum starrst du mich so an? Nein, ich fühle mich nur manchmal ein bisschen verzaubert in deiner Nähe. Danke. Ja, ich bin Frau Feldmann, mal Ihren Brief. Ja. Übrigens, Zimmer 23 hat noch keine Anmeldung ausgefüllt. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich kümmere mich gleich drum. Übrigens, da fällt mir ein, Zimmer 23, der Gast, Herr Müller, hat sich den Fuß verknackst und kann deshalb das Zimmer leider nicht verlassen. Ach, deshalb habe ich den noch gar nicht gesehen. Ja, er hat mich gebeten, dass ich mich ein wenig um ihn kümmere, ihm alles besorge. Und ja, das Frühstück habe ich ihm auch schon auf dem Zimmer serviert. Gut, dann gehe ich gleich rauf wegen der Anmeldung. Das kann ich doch gleich erledigen, wenn ich ihm das Mittagessen bringe. Das ist sehr nett, Emma, aber das ist meine Aufgabe. Wenn Emma das anbietet, wir müssen sowieso noch das Programm für die französische Reisegruppe besprechen. Ja, dann, gut, Emma, dann machen Sie das bitte. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Gut.